Wir beginnen die Ausstellung mit einem Prolog und in diesem Bereich stellen wir Objekte vor, an denen wir deutsch-deutsche Designgeschichte erzählen, also grenzübergreifende Bezüge und Vernetzungen, wie zum Beispiel die Kontinuität der Moderne in Westdeutschland und Ostdeutschland oder auch das Thema Export und Import. Und ein prominentes Objekt in diesem Bereich der Ausstellung ist der MOKIK S51 von Karl-Klaus Dietl, ein ja, fast schon ikonisches Objekt, könnte man sagen, mit dem sogenannten offenen Prinzip. Das offene Prinzip garantiert eine Langlebigkeit der Objekte. Das war das Fortschrittliche in dieser Zeit, was er sich erdacht hat. Und zwar lässt er die relevanten Kompartimente des Moped quasi offen, sodass sie austauschbar sind bei dem Bedarf einer Reparatur oder auch einer technischen Aufrüstung oder ja, aus ästhetischen Gründen natürlich. Und das ist das, was den MOKIK immer noch attraktiv macht heutzutage.